Freunde, das war eine Woche. 9 Folgen abgedreht und dann noch den Kinofilm mit Dr. Stopf dich voll. Jetzt ist aber ein verdienter Feierabend angesagt. Huhu, Kinder, Papa ist wieder da. Alter weißer Mann. Fati. Juhu, jetzt lerne ich Fati endlich auch mal kennen. Wer? Hast du uns was mitgebracht? Eine Hasenstulle vielleicht? Nee, nur diesen Koffer voller zerbrochener Träume. Du siehst auch echt fertig aus. Tja, weil ich in meinem Beruf so aufgehe. Hallo, Sohn einer Hündin. Hühnin. Hallo, Fremder. Ich hab endlich mit dem Rauchen angefangen. Willst du auch mal ziehen? Tja, am liebsten gleich wieder von dann. Das riecht doch nach dem Billo-Zeug aus dem Girlie. Was soll das jetzt mit der Kette? Damit wir sehen, wer als letztes die Pfeife hatte. Ach so, keine schlechte Idee. Sag mal, schmeckt aber gut. Sehr lecker, was ist denn da drin? Teddysand, musst du aber aufpassen, der knallt ja schön. Nicht, dass du beim Fernsehen wieder die ganze Zeit kichern musst. Ich kicher nie, wenn ich Kollegen bei der Arbeit zugucke. Wie du aussiehst, wie ein Stegosaurus. Bist du fies? wer ist denn das? Das ist deine Älteste. Papa kann sich einfach keine Gesichter merken. Stimmt's, Püppi? Ja! Und hier der kostenlose Weißabgleich für alle Unterbelichteten. Okay, das muss reichen. Wer als erstes auf Toilette ist? Ich war vorhin schon. Ich hab ein Nippolan. Wenn du nicht so niedlich wärst. Niedlich, niedlich. Man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist. Hier, bitte. Danke, jeb her. Das war also das berühmte dritte Programm. Dann das muss ich unbedingt mal weitererzählen. Finger stinken. Wie bitte? Also, wenn mein Finger stinken würde, würde ich den bei Popeln wohl selber merken. Oh, jetzt reicht's aber. Vati, kommst du? Ja, ich komm da schon. Macht's gut, ihr Mäuse. Und falls ihr eure Mutter seht, sagt ihr mal, wie gut ich mich hier halten habe. Ja, wir erzählen ja alles. Ach so, na dann hier. Nicht, dass es heißt, ich hätte euch nichts zu essen gemacht. Mann, jedes Mal dasselbe. Immer die Nummer mit dem Schlafsand. Lass dir mal was Neues einfallen. Boah, ist das langweilig. Zieh Leine, sonst entwickeln wir noch Gefühle für dich. Ich sag tschüss mit dem offiziellen Indianergruß. Hau ab. Ja, sag mal, das ist doch die falsche Richtung. Da kam ich doch vorhin her. Da hinten sehe ich doch schon wieder die Tretmühle. Da wartet doch ein Berg Arbeit auf mich. Kam da eine Menge Überstunden abzubummeln. RBB, ich komme!